Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal das Set 611088, der UCS Millennium Falke von der Firma King. Das Set hat 8445 Teile. Die werden aufgeteilt in 169 Tüten. Die Bauanleitung dazu hat 311 Seiten. Es wird in 17 Bauabschnitten alles eingeteilt und 1379 einzelne Bauschritte haben wir da zum Bewältigen. Mit dabei sind auch noch 10 Minifiguren. Geliefert wird das Ganze, wie in China üblich, nicht in einer Box, sondern ganz normal in einer Schachtel. Es kommt dann ungefähr so daher. Da sind die einzelnen Tüten wirrwarr reingeschlichtet. Ich habe das jetzt schon ein bisschen vorab aufgeteilt, damit es leichter ist zum Sortieren für die späteren Bauabschnitte dann. Gut, bin gespannt. Bauen wir ihn zusammen. Erster Bauabschnitt ist beendet. Es sind diese Teile übrig geblieben. Es waren keine Fehlteile dabei. Es hat guten Spaß gemacht, das zum Bauen. Es waren hauptsächlich Technik-Bricks, wie man sieht, verbaut. Die Qualität der Bricks ist sehr gut. Also ich habe zum Lego jetzt keinen Unterschied merken können. Es greift sich gleich an, die Haptik ist ähnlich, die Klemmkraft ist sehr gut und die Passgenauigkeit stimmt da. Also ich war wirklich begeistert. Ich habe knapp, weil ich langsam und gemütlich baue und das Ganze genieße, ich habe knapp 3 bis 3,5 Stunden habe ich gebraucht dafür. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Das einzig Negative, ich probiere das jetzt zum Zeigen, vielleicht funktioniert das. Ich habe da so einen Technik-Pin, dieser da, mit Achsstopper. Ich weiß nicht, ob das jetzt scharf stellen kann. Na komm, stell scharf. Der hat Probleme gemacht. Also das Teil ist wirklich Mist. Zum einen, weil es an den Rändern ausgefranst ist und vielleicht, dass das auch der Grund war, warum er so schwergängig war beim Reinstecken. Und das werden da verbaut. Und da. Das ist meistens dazu genommen worden, damit einzelne Bauelemente, so wie das und das, miteinander verbunden werden können. Und die da zum Durchdrucken war Qual.
Mir ist aufgefallen, dass diejenigen, die nicht am Rand ausgefranst waren, ein bisschen leichter gegangen sind. Und dort war es noch halb so schlimm. Also da hat man nicht so weh dann beim Reindrücken. Aber das war wirklich das einzige Negative, was mir aufgefallen ist bis jetzt. Und ansonsten im Großen und Ganzen habe ich mich wirklich sehr gefreut und bin schon gespannt, wie es weitergeht. Bauabschnitt 2 ist beendet. Es wurden 6-mal die Füße gebaut. Diese Teile sind übrig geblieben. Und es hat das erste Mal ein Fehlteil gegeben. Und zwar, zeige ich gleich, da sieht man es. Bei dem da fällt einmal eins Brick in Dark Bluish Grey und auf der anderen Seite dasselbe. Ist zwar nicht tragisch, aber ein Fehlteil. Weiter geht's mit Bauabschnitt 3. Bauabschnitt 3 ist beendet. Es waren keine Fehlteile. Die sind übrig geblieben. Und was ist dazugekommen? Zum einen ein Teil der Frachtluke vorne, ein 7. Standfuß unten, ein Mannschaftsraum mit Sitzecke, da ist ein Computerpult. Der Durchgang, der war wunderschön zum Bauen, hat mir sehr gut gefallen, wie sie das von der Bauart gelöst haben. War ganz toll gemacht. An sich da ein bisschen vergitterten Boden. Schön zu sehen auch der Tisch vom Raum. Noch dazu gekommen ist ein Teil vom Frachtraum. Und der hat da hinten eine kleine Luke. Das zeigt sie dann später noch, wie das funktioniert. Es ist oben dazu gekommen, der obere Teil des Geschützes, und ein paar Deko-Elemente sind schon drauf gekommen, da und da von der Außenhülle. Hat bisher einen Riesenspaß gemacht. Der dritte Bauabschnitt war wieder schön zum Bauen, hat aber auch wieder bei gemütlicher Bauweise gute 3 Stunden gebraucht. Bin schon gespannt, wie es beim vierten Teil wird.
Bauchschnitt für ihr Bandit. Wir haben wieder am Innenleben was gebastelt. Einen Frachtraum, einen zweiten Frachtraum. Da sieht man sogar, kann man was aufklappen, kann man was reinladen. Ist ganz schön. Warum das da ist, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen locker. Vielleicht sagt sie das noch, warum das das gemacht haben. Es sind wieder dreimal Durchgänge gebaut worden. Der, der und dieser hier. Ja, stell ich auf. Seitenteile sind drauf gekommen, Seitenverkleidungen. Diese Seite und auch drüben. Die Teile sind übrig geblieben. Und weiter geht's mit Bauabschnitt 5. Jetzt wird die Antriebssektion gebaut. Ich bin gespannt. Bauabschnitt 5 ist beendet. Schon langsam wird das ziemlich groß, das Ding. Ich habe schon Probleme, das auf der Kamera drauf zu bringen. Die Teile sind übrig geblieben. Es hat keine Fehlteile gegeben. Wir haben die Antriebssektion gebaut. Da so schön sieht. Die kleinen Plastikröhrl, die blauen, hat man zuschneiden müssen. Die haben von der Länge her nicht gepasst. Die zwei Teile da und da sind auch noch dazu gekommen. Und ich habe hier so um die 3 Stunden gebraucht, komischerweise. Anscheinend brauche ich für jeden Bauabschnitt gute 3 Stunden. Gut, es ist das Filmen und das Fotografieren auch dabei, aber ja, witzigerweise immer um die 3 Stunden. Weiter geht's mit Bauabschnitt 6, aber dann erst im nächsten Video.